Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Mit Jan. Jan, ich bin auf jeden Fall der Meinung, ein Feld machen wir jetzt noch mit dem Mähdrescher ernten und danach hören wir auf, ne? Wie aufhören? Ja, danach holen wir uns einen neuen. So. Weil das echt lange dauert, finde ich. Na gut, wir müssen auch gucken, was das Geld sagt. Wir können nicht einfach sagen, ja, wir kaufen uns dann neun, ne? Ja, vielleicht. Eigentlich passt es ja. Ich mache jetzt das Feld leer, weißt du, du machst dann schon das nächste. Danach muss ich schon wieder säen und düngen, ne? Also eigentlich passen ja die Arbeitsaufgaben gerade perfekt, also. Oh, ich drücke immer Q zum Entladen. Alter! Juhu, 1984 Money wieder. 1084 Geld. Ja, wir haben jetzt sogar richtig Kohle heute verdient. Bin noch nicht fertig. Nein. Und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, ich glaube, das wird heute auch ein langer Tag. Ja, länger als 24 Stunden geht er ja nicht. Ja. Kann ich mal gucken, was kostet. Wir haben sogar schon den zweiten Mähdrescher, ne? Ja. Guck mal, was ein Schneidewerk kosten würde. Tatsache. Ich würde wenigstens gucken, ob vom Case dann auch wieder. Weißt du, dass vielleicht das Markengebunden wenigstens ist, ne? Aber der geht so schon mit den Drehzahlen in den Keller. Das könnte sogar sein, wenn du das Schneidewerk davor machst, dass er dann ausbleibt, ne? Dass sie das diesmal so gemacht haben. Also das nächste Case-Schneidewerk kostet 46.000. Ja, und wie groß ist das? 10 Meter. Das schafft er niemals, Alter. Gibt's kein kleineres, was wir noch kaufen könnten, um auszuprobieren? Wie viel Meter haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 4,3. Ja, vielleicht 6. Wäre ja auch schon mal schön, Jan, oder? Ich habe ja eins mit 7 oder ja. mit 5,5. Ja, 7. Und was kostet das? Das kostet ganz wenig, nämlich 36.000. 36.000? Ja. Ich gehe mal bei den Finanzen gucken. Wo waren denn die Finanzen? Der Bank? Ja, wir können aber auch, ne? Kostet auch ein bisschen weniger. Ja. Für 2.000 mehr kriegen wir 7,6 Meter. Okay. Also, ich könnte uns doch Geld leihen. Soll ich mal machen? Ja. Ja, nicht, dass wir dann gleich die wirklich so, ich hab jetzt 51.000. So, jetzt gehe ich das Schneidewerk kaufen. Wenn es in eine Hose gegangen ist, ist es in eine Hose gegangen. So, welches soll ich denn kaufen? Von welcher Marke? Welches hast du denn da angekauft? Schneidewerk, das war das Free Flow 25 FT. Welchen Preis? Ach da. Die Flau von 25 ST. 7,6 Meter. Schneidewerk wird vom Dreschen benötigt. Da steht auch keine Marke. Doch. Doch. Aktiva 7347 S. Jo. Wollen wir probieren? Und der kostet 202.000. Ja, komm, wir probieren das, okay? Auswahl. Kaufen. Oder soll ich es mieten? Mieten kostet 4.180. Ja, lass das immer probieren. Okay, mieten. Ja. So, dann musst du da jetzt hinfahren mit dem Mähdrescher, ne? Oder soll ich es zurücksetzen? Ja, mach mal lieber. Wenn es denn geht. Wenn man das zurücksetzen kann, Jan. Ja. Dass ich immer durch dieses App-Menü muss, ist richtig nervig, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss auf die Karte. Okay, alle wegklicken. Ne, da ist das.
Da ist es. Zurücksetzen. Willst du dieses Fahrzeuggerät wirklich zurücksetzen? Ja. Das Fahrzeuggerät wurde beim Händler zurückgesetzt. Es? Ja. Leck mich. Ja, dann fahr mal, Jan. Ja, wenn wir es jetzt... Also Charlie, Leute. Wenn wir es jetzt nicht probieren, dann wissen wir es nie, ob es hier in dem Spiel auch funktioniert. Ganz einfach. Ja, ist doch so, oder nicht? Jo. Bin ich gespannt, ob es funktioniert, Jan. Na gut, so langsam ist der Mähdrescher jetzt auch nicht, ne? Oder? Jan antwortet nicht, also ist er langsam. So Leute, wir fahren jetzt hier noch den letzten Rest hier ein. Hoffen wir mal, dass wir so ein bisschen vorankommen. Wie schnell ist er denn? 22. Naja, es geht ja noch. Aber das überholen mich. Echt? Ja. Lustig. Ich mache jetzt hier Warnblinker an, um die Lichter und stelle mich einfach mitten auf der Straße und fahre da weiter. Okay. Oh, ich bin voll. So ein auf schwertransportmäßig. Ja, er bremst ab, wa? Kommst nicht vorbei, im Opfer, hä? Nee. Abkippen, wieder Geld machen. Aber wenn ich jetzt noch zwei Fuhren abkippe, haben wir das Geld, was wir ausgegeben haben, für das Ding wieder drin. Also daher. Weißt du? Und wenn wir es kaufen können, dann stellst du es einfach gleich wieder in das Ding rein, gibst es zurück und wir kaufen gleich eins. Ja. Fertig. Da jetzt werden viele sagen, ich hab 4000 versaut. Nee, haben wir nicht, weil wir es ja nicht wissen, ob es funktioniert in diesem LS noch. Na? Ganz einfach. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir nämlich nur 4000 verschwendet. Statt 50.000 oder 40.000. Bound to be the life. Und bist du schon da? Mm-mm. Noch nicht ganz. Ja, aber fast. 10 Minuten vielleicht noch. Ich fand, das hat jetzt eigentlich gar nicht so lange gedauert. Boah, ich hab Brand wie eine Bergziege. Ich hab Hunger. Echt? Ja. Ich nicht. Keine Zeit zum Essen hier, hier wird gearbeitet. Ja? Essen kannst du, wenn du tot bist. Eben nicht. Was liegt hier nicht, aber im Schneidewerk? Ich hab Schneidewerk gefunden. Echt? Aber das Clownball wäre voll cool, ey. Ja, probier mal. Also anhängen geht immer noch. Echt? Jo. Mach mal an. Hier kostet er ganz wenig anmachen. Machen geht auch, ja. Ja gut, alles klar. Dann stellen wir wieder in diese Verkauffläche und dann porte ich mich zu dir. Port, was da los? Das
Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Verkauf selber. Kannst du selber? Ah. Rückwärtszahler. Oh, Stein, jetzt passt auch bei hier. Jetzt kann man kaufen. Zurückgeben. Fertig. Kannst kaufen. Ist klar. P. Du kannst auch Fahrzeuge kaufen. Nee, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht, ne? Warte, doch, das geht, warte, pass auf, warte. Hier 38.000, hier auswählen, kaufen. Was nicht genügend Geld haben wir. Ja, alles klar. 38.000 kaufen. Ja. Ja, bitteschön. Achso, das andere Schneidewerk kann ich dann ja auch verkaufen, was wir noch haben, ne? Oder soll ich noch lieber behalten, bevor du. Wir verkaufen. Na, ich warte erst, bis du, das sind 2000, erstmal stehen da. Wenn du gleich den ersten Schritt gemacht hast und es funktioniert, ist es okay. Dann können wir nochmal 2000 uns verdienen, weißt du? So. Fertig ist die Geschichte. Und nicht, weißt du, anmachen kannst du und schneiden kannst und fahren kannst auch mit. Und gleich, wenn du ins Feld fährst, Motor aus. Dann habe ich erstmal einen Hicker gehabt. Hör auf zu lachen. War nicht lustig. So peinlich. Hier ist ein Dinner, ich glaube, ich halte hier mal an und. Ja. Einen Chicken Burger. Nee, ich hätte gern Pommes Currywurst. Ey, ich bring dir gar nichts mit. Halt die Fresse, bring mir eine Pommes Currywurst mit, sonst gibt's kein Geld. Kriegst du oder so nicht? Ja, das muss man auch einmal im Leben gemacht haben, irgendwo hingehen, so, keine Ahnung, McDonalds oder was weiß ich. Mal hingehen, erstmal so ein richtig fettes Menü bestellen und nachher sagen, ich habe kein Geld, einfach wieder gehen. Das Problem ist ja, dass du ja erst bezahlst. Ja, wenn du dich ins Restaurant setzen würdest und du holst dir eine Redi was zu essen und dann hast du gegessen und dann sagt der Typ, ja, jetzt kriege ich von ihnen 25 Euro und dann sagst du, kein Geld. Kein Geld, tut mir leid. Ich nicht Deutsch. Ich nicht Deutsch. 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 Ja, vielleicht nein, keine Ahnung, aber das klar konntest du machen. Klar könntest du das mit dieser Masche auch durchkommen. Das soll jetzt hier nicht wieder rechtsradikal klingen oder so. Aber ich glaube, du könntest echt mit dieser Masche vielleicht durchkommen, weil ich nicht deutsch bin, gerade nach Deutschland. Weißt du so? Kannst du einmal nur sagen, Currywurst? ich dachte da oben. Ich dachte ganz oben. Da oben. Klaus hier so einen Hocker, weißt du, stellst du hin, klärst das oben drauf und zeigst auch die Currywurst. Genau. Und wo möchte ich Pinnemann? Das ist Pinnemann, ne? Von Hund. So nur Wow-Wow, so Wow-Wow. Hast du Wow-Wow? Wow-Wow-Wow! Hä? Wow-Wow-Wow! Okay. Ich mach den Wow-Wow. Oder einfach mal in so einen Laden reingehen und einfach so also zwei Stunden von so einem Mitarbeiter diese, nennt man das, seine Arbeit in Anspruch nehmen und dann schlussendlich nichts kaufen. Das ist mies. Meinst du, wie viele Leute das machen? Ja. Ja, können Sie mir doch mal das Paar Schuhe werden mich auch mal anprobieren? Hier, holen Sie mal eine andere Größe, passt nicht. Oh, was kaufen Sie? Ja, gar nicht. Ich glaube, ich gucke nur mal im Internet. Hey, im Internet kosten die ganzen Schuhe alle 30 Euro weniger. Die beiden. Ja. Aber gut, ich bin auch, was damit zu tun hat, ein richtiges Arsch. Also wenn ich irgendwo Elektrosachen kaufe, gucke ich mir vorher die Preise im Internet an und sage denen die dann. Ja, bei dem und der Seite kostet der Fernseher den und den Preis. Entweder ja oder nein. Und meistens sagen die, ja, machen wir auch für den gleichen Preis. Immer. Bei Mediamarkt oder so, oder bei Saturn kannst du das ja eh machen. Da kannst du ja auf denen ihre Internetseite gehen. Und wenn du unbedingt was haben willst, guckst du vorher bei denen noch auf die Internetseite, ne? Wenn es bei denen auf der Internetseite günstiger ist wie im Laden, kriegst du auf jeden Fall den Preis, der auf der Internetseite ist. Also, darfst du nie vergessen. Also, du musst immer vorher auf die Internetseite bei Saturn gehen. Wo ich diesen Laden bei uns hier meide. Wie ich vorhin schon mal gesagt habe. Ich gehe hier bei uns nicht mehr da rein. Inkompetentes Personal. Alle noch am Pommes fressen. Ja, wahrscheinlich. Hamburger. Ja. Und du, was frisst du? Döner. Toilettenpapier. Oh, guck mal, Jan kommt wieder. Ja, tat. Und? Oi.
Ja, was ist? Uiuiuiui. Kommt hinten auch eine andere Kackwurst raus? Uiuiuiui. Eine Kackwurst ist gleich. Okay. Aber? Ja, quält sich ein bisschen. Echt? Hätten wir ruhig nur mal einen größer kaufen können. Wie schnell fährst du? Okay, ja, das ist ja auch egal. Aber funktioniert in dem Sinn, das ist schon mal gar nicht schlecht. Also noch größer, sagst du, hätte nicht geklappt? Ja klar, locker. Weil das große 14 Meter kaufen können. Auch noch voll gut. Passt auch noch. Einmal fahren, zack, voll. Ja, wahrscheinlich. Ja, was ein Klappbus hat ihm so Stacheln dran. Was ich cool finde, dass es jetzt etwas schneller geht, ne? Und kostengünstig in dem Sinne gewesen war. Also können wir dann gleich die nächste Sache dann schon wieder betreiben, ne? Und voll. Ja, wir sagen auch schon wieder vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss.